Start frei. Start ist frei. 10. Rennen, Alsterhof-Rennen mit der Viererwette. Und der Garantie aus der Lotto 4.444 Euro. Die 12 Teilnehmer auf dem Weg zum Auto. Waldemar, Gianluca Holter, die 1. Lovely Luna Levy mit Samantha Solker, die 2. Andrala, Paul Kuhstreter, die 3. Leita Boko, die 4. Michael Greifel. Mirone TS, Jörg Hafer, die 5. Cooper CG, Rodeland Elkendorf, die 6. Aktiver Mike Kepinski mit der 7. Gentles Ass Andrea Kämmerer, Startnummer 8, Samantha Hall, die 9 mit Jürgen Lok, die 10 Ghost Rider MC Markus Marx, die 11 Gemoglobin, Mario Christmann, die 12 Hip Hop Swift, Maximilian Scholz. Meter bis zur Startmarke und das Feld ist unterwegs zum 10. Rennen, zum Alsterhof-Rennen. Einige Probleme vor der Marke bei Val de Loire, die hier etwas Rückstand in der Startphase hat. Den Kampf um die Position 4, innen dann Lovely Luna Levy als derzeit 5. ebenfalls im vorderen Grüppchen mit dabei und daneben trabt dann auch Ghost Rider MC. 15.5 war die erste Zwischenzeit, in dritter Spur ein Vorstoß von Gemoglobin ganz von hinten. Mario Christmann schickt seinen ukrainischen Partner hier weit nach vorne, zieht jetzt die Position und schreckt selbst zu Führenden. Ohne TS möchte er gerne hinter einparken, das scheint allerdings nicht zu gelingen, weil Leita Boko auch diese Position haben möchte und sie auch hat und sie auch vor allem nicht abgeben will. 1000 Meter sind getrabt, die zweite Zwischenzeit 20.6, Mirone TS weiter in Form. Cooper CG, dann Ghost Rider MC. Ziel gerade ist erreicht, Mirone TS weiterhin mit der Führung außen. Gentles Ass versucht es erneut. Mirone TS, Gentles Ass, dann innen möglicherweise die Lücke gleich doch dafür. Leita Boko, Gemoglobin kämpft auch noch mit innen. Leita Boko will da durchschlüpfen, aber Mirone TS hält ihn knapp Vorteil gegen Gentles Ass. Mirone TS, Gentles Ass. Mirone TS gewinnt sie gegen Gentles Ass dahinter innen. Leita Boko. Und dahinter war es dann Außenandrala für Volker und Marco sind da immer gut in den Lippen, was angeht. Die magische Zahl, wenn man sie so nennen darf, von 1000 die Stunde aus dem Besitz des Stammes von Volker. Du musst es ja zweimal durch Zwischenspeed gehen. Das war ja auch, aber sie wird immer stärker. Auf jeden Fall, also in der Tat. Sie hat die PS gut angenommen und hat alles super gemacht, die Leute. Ich schicke euch jetzt auch eure wohlverdiente Sieger verraten, weil die Runde TS mag die Serie auch nicht so gerne. Meine Damen und Herren, der Jörg wird jetzt gleich drehen. Ja, die Runde macht das sogar mit. Dann ist auch schon da, dann können wir da alle hinterherlaufen. Vielen herzlichen Applaus bitte für Jörg Hafer und für die Runde TS. Gut, dann aber ja meine.